Sie stehen hier für einen transparenten Staat statt gläserne Bürger und außerdem wollen Sie, beziehungsweise die Piratenpartei, sich für mehr Bürgerbeteiligung einsetzen. Ja, ich denke, Transparenz ist sehr wichtig in unserem Staat. Der Staat sollte seine Entscheidungen für den Bürger transparent machen. Er sollte dem Bürger die Möglichkeit geben, nachzuvollziehen, warum der Staat bzw. der Politiker seine Entscheidung so und nicht anders getroffen hat. Für die Piratenpartei ist Transparenz sehr wichtig. Ich würde mich auch für mehr Bürgerbeteiligung einsetzen, denn ich denke, es ist sehr wichtig, dass der Bürger bei allen wichtigen Entscheidungen, insbesondere auch bei Großprojekten, dass Sie für mehr Bürgerbeteiligung sind, haben Sie vor einiger Zeit in Kassel sehr deutlich gemacht, indem Sie am 10. August 2011 für eine Veranstaltung über mehr Bürgerbeteiligung im Rathaus der Stadt Kassel den Bürgersaal angemietet hatten. Merkwürdig hierbei ist jedoch, dass ein Bürger, der sogar Mitglied der Piratenpartei ist, der Zutritt zu dieser Veranstaltung verweigert wurde, ohne dass Sie tätig geworden sind. Zudem hatte die Veranstaltung damals den Titel Bürgerbeteiligung Neudenken. Ihrem eigenen Parteimitglied wurde damals sogar Schläge angedroht, um zu verhindern, dass er den Bürgersaal betritt. Die Piratenpartei hatte den Bürgersaal damals nicht für die Veranstaltung angemietet. Dies habe ich damals auch dem Landesschiedsgericht im Schiedsverfahren so erklärt. Ich war somit damals als Vorstand der Piratenpartei Kassel nicht verpflichtet, hier einzugreifen. Sie haben sich bis heute nicht für eine transparente Aufklärung des Vorfalls eingesetzt. Wir wissen, dass die Piratenpartei damals den Bürgersaal angemietet hatte zu einer Zeit, zu der Sie der erste Vorstandsvorsitzende der Piratenpartei Kassel waren. Als Vorstandsvorsitzender sind Sie verantwortlich für die Geschehnisse innerhalb der Piratenpartei Kassel. Ich hatte damals dem Schiedsgericht erklärt, dass die Piratenpartei nicht den Bürgersaal angemietet hatte und Ihnen habe ich es vorhin auch schon gesagt. Warum leugnen Sie so hartnäckig, dass die Piratenpartei den Bürgersaal damals für eine Veranstaltung angemietet hatte und Sie als damaliger Vorstand für die Anmietung verantwortlich waren? Warum klären Sie den Vorfall nicht endlich transparent auf? Zur Entlastung der Piratenpartei Kassel hätten Sie doch hier aufklären können und dies auch damals dem Schiedsgericht und der Öffentlichkeit mitteilen können, wer damals wirklich im Bürgersaal angemietet hatte, oder hatten Sie Angst, dass Sie doch für die Anmietung des Bürgersaals verantwortlich waren? Sie möchten doch einen transparenten Staat. Selbstverständlich möchte ich und die Piratenpartei einen transparenten Staat. Aber wo steht hier, dass wir auch eine transparente Piratenpartei haben wollen? Das steht hier nirgends. Also sind wir nicht zu einer Transparenz innerhalb der Partei verpflichtet. Nur weil wir das vom Staat fordern, müssen wir selber nicht transparent sein. Ach so, ich verstehe, also der Staat soll transparent sein, die Piratenpartei braucht nicht transparent zu sein, oder? Danke für das Interview.